Hey Freunde, ihr habt euch noch einen zweiten Teil der 10 Artikel, die mich an Silvester begeistert haben, gewünscht. Und deswegen gibt es jetzt die nächsten 10 Artikel von mir. Also, viel Spaß. So, fangen wir an mit den ersten Artikel. Und zwar ist das der Storm von Xplode. Wirklich sehr schöne Bodenwirbel. Hat eine schöne Verwandlung. Und für 2,50 € könnt ihr da echt nichts verkehrt machen. Meiner Meinung nach. Und sind echt schön die Teile. Aber seht selbst. So Freunde, wir machen weiter mit den Quacklingbällen. Die haben mich nämlich auch begeistert. Hier die Variante von Leslie. Hier auch gleich mal als Kettenvariante 16 Stück. Und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß beim Schauen. Wisst ihr mal, wie viel das sind? 16. 16. So, die Silbercracker-Fontänen von Funke haben mich natürlich letztes Jahr auch sehr überzeugt. Auch die anderen Varianten, der Goldcracker und habt ihr nicht gesehen, wie die nicht alle heißen. 100 Gramm sind hier drin in einer kleinen Fontäne und das 5er-Pack kostet 14 Euro. Kann man sich echt mal mitnehmen, also ich finde sie sehr gut, wenn man auf Cracking steht. Machen wir gleich zwei Stück. So, wenn wir schon mal beim Crackling sind, natürlich die Lone Star Feuertöpfe. Wirklich ein sehr gehypter Artikel. Auch zu Recht, muss ich sagen. Also, ich fand die Teile extrem gut. Drei Stück kosten 6 bis 7 Euro, natürlich je nachdem, wo ihr sie kauft, ne? Ist ja selbstverständlich. Die hauen so rein und der Abschuss hört sich echt genauso an wie damals die 50 mm Diamond Bombenrohre. Aber wie gesagt, überzeugt euch selbst. Mal ein kleiner Clip von mir und viel Spaß beim Schauen. Halleluja. Die schießen so unglaublich hoch. Und der letzte für euch. Tja, Freunde, auch Bombenrohre mag ich natürlich sehr gerne. Hier haben wir die Leslie Thunderkong Geoshocks. Eine wirklich absolute Kaufempfehlung von mir. Für, ich glaube, 11 Euro bekommt ihr 20 Bombenrohre mit super tollen Effekt. Für das Geld 50 Cent pro Bombenrohr ungefähr. Und schaut es euch ruhig mal an und vielleicht habt ihr ja ein neues Bombenrohr entdeckt für euch. So, kommen wir jetzt mal zu einer Batterie und zwar die Sunburn von Xplode. Ich habe sie geschossen für 11,11 Euro und deswegen hat sie mich auch so wirklich überzeugt. Aber die Ausbreitung von der ist auch mega gut. Ich glaube, normal kostet die um die 20 Euro. Aber selbst für den Preis würde ich sie immer noch empfehlen.
Die nächste Batterie ist die schwarze Witwe vom Blackbox. Ihr seht sie schon im Hintergrund laufen. Die wurde dreifach geschossen, aber selbst einzeln ist sie auch mega gut. Alleine das Blau und das Gold, wie lang das steht, deswegen ein Top-Favorit und der hat mich echt wieder überzeugt an Silvester. Natürlich habe ich auch noch eine Salut-Batterie für euch und zwar mein persönlicher Favorit im F2-Bereich, der Titan-Thunder von Nico, denn er hat grüne und rote Feuertöpfe am Anfang, was die Sache ein bisschen spannender macht, als wie nur Knall. Alter. Die vorletzte Batterie, die mich überzeugt hat, war die Sky Artist. Trotz, dass hier Crackling drin ist, was nicht so viele Leute mögen, sind wir mal ehrlich, die gab es im Lidl für 4,99 und ich finde den Effekt so an sich eigentlich ganz gut. Schöne bunte Sterne, bisschen Crackling und für 4,99 konnte man da nichts verkehrt machen. So Freunde, der letzte Artikel ist wieder ein Verbundfeuerwerk, der mich auch sehr überzeugt hat. Und zwar hatte ich ihn geschossen im 0 Uhr Feuerwerk bei mir. Bezahlt habe ich 76 Euro. Sie bekommt ihr ab und zu für 80, momentan jetzt für 90, glaube. Oder glaube auch schon 100 Euro. Aber für den Preis, den ich bezahlt habe, ist wirklich eine sehr schöne Verbundbatterie. Es steht schön lange, wie vom Blackbox gewohnt. Und wie immer, es sind alles meine Meinungen, die ich hier vertrete, nicht eure Meinung. Wenn ihr mit einem Artikel nicht einverstanden seid, dann ist das halt so. Aber es ist auf jeden Fall meine Rankingliste. Also, macht's gut. So Freunde, das war's mit dem Top 10 Video. Lasst doch ruhig mal einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet oder die Artikel, je nachdem. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, in meiner Beschreibung ist natürlich der Link für Röder Feuerwerk. Wenn ihr noch Feuerwerk bestellen möchtet, bis Anfang Dezember, denke ich mal, könnt ihr bei Röder noch Feuerwerk bestellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich meinen Link benutzen würdet. So, das waren die letzten Worte und macht's gut, bis zum nächsten Video.